Oh Leute, ihr seht wieder RMGTV und heute habe ich mal das Unboxing zu meinem neuen Laptop. Mein Alter hatte einen Totalschaden, da hat mir die Versicherung einfach, die ich da hatte, hat mir einfach ein bisschen Geld gegeben. Und ja, hat zwar nicht für neun gereicht, weil der Laptop schon 4 Jahre alt war, natürlich. Aber gut, jetzt habe ich einen neuen. Ich wollte eigentlich noch zu meinem alten Laptop ein Video machen, wo ich euch zeige, jo, das hatte ich, bevor ich mir meinen Standrechner zusammengebaut habe, meinen Gaming-Standrechner, aber leider hat es nicht mehr funktioniert, weil das Ding voll Schrott war. Ich werde euch dann aber noch ein Video machen, wo ich euch mal sage, was ich vorher hatte und wo ich euch mal meinen neuen PC zeige. Aber jetzt erstmal hier zu dem Unboxing. Das ist ein Toshiba Satellite L70A143. Gucken wir uns mal die Verpackung an. Ja, eigentlich ganz strikt gehalten. Das ist ähnlich wie die alte. Sieht man eigentlich das, was man so immer sieht. Toshiba empfiehlt Office, McAfee, Skype und eBay. Was lustig ist, die machen immer dieses McAfee drauf. Dabei habe ich G-Data und möchte das eigentlich gar nicht, aber egal. Das kann man ja jederzeit wieder runter machen. Kommen wir hier mal zum Öffnen. Das Qualitätssiegel, das kennen wir ja auch noch. Das hauen sie ja überall drauf. Also ganz habe ich es noch nicht durch. Oder doch? Schauen wir mal. Doch, ist durch. Ach ja, zu den technischen Daten. Wir hätten hier einen Intel Core i7 4700MQ mit 2,4 GHz im Turbo 3,4. Der Laptop hat übrigens 858 Euro gekostet. Ansonsten haben wir hier noch 12 GB RAM, und zwar ist das 1600er RAM, also nicht der Lahme. Wir haben hier 1600 MHz. Ja, ich sage das jetzt extra so bescheuert. 43,9 cm in der Diagonale, also der Bildschirm hat 43,9 cm, ist ein Full-HD-Bildschirm, selbstverständlich. Als Grafikkarte kommt da die GeForce GT740M zum Einsatz. Zum Einsatz, oh Gott, mein Deutsch, mit 2 GB RAM. Eigenem RAM, teilt sich nicht irgendwie, nimmt es nicht vom Arbeitsspeicher. Ansonsten haben wir noch eine 750 GB Festplatte. Der Akku soll ungefähr 4 Stunden halten. Mein alter Laptop hatte nur 1 Stunde gehalten. Das war ziemlich schwach. Gut, was jetzt nicht ganz so toll ist wie bei meinem alten. Wir haben hier keine Harman Kardon, die hatte ich bei meinem alten. Also das sind Lautsprecher für die Leute, die Harman Kardon nicht kennen. Die machen übelst gute Boxen. Hier sind diesmal nur Onkyo Boxen. Was auch immer das für eine Firma ist, hatte ich vorher noch nie gehört. Ja, aber kommen wir weiter zu dem Laptop. Klappen wir ihn mal auf. Sehr edel, hier mit Silber, hinten mit Schwarz. DTS-Sound haben wir hier, da haben wir das Toshiba-Logo. Ist jetzt ein bisschen weit weg. Ich finde, schöne Größe, schöner Laptop. Da rechts ist der Anknopf. Die Tasten sind schön, die haben hier schön Platz dazwischen, haben wir hier. Die letzten, die waren ein bisschen nah zusammen, da hat man sich öfter mal vertippt. Da haben wir nochmal die Logos: Intel, Inside, Core i7, GeForce und Energy Star. Da steht nochmal Satellite. Dann so sieht der von oben praktisch aus. Hinten haben wir nix. Auf der Seite haben wir hier
Einmal für, Moment, das sieht man jetzt total scheiße, aber neben diesen blauen USB 3.0 Anschlüssen haben wir hier einmal Mikrofon und Headset, dann haben wir hier HDMI, VGA, Gigabit LAN und hier ist der Lüftungsschlitz. Und hier zum Sichern, das sieht man jetzt auch ganz schlecht, das ist so ein, damit das Teil nicht geklaut wird, ich denke, das kennt ihr. Vorne haben wir hier noch einen SD-Kartenslot, den man jetzt auch nicht sieht. Na, vielleicht so ein kleines bisschen. Auf jeden Fall, da ist einer. Auf der Rückseite haben wir nochmal Modellbezeichnung. Wenn die Kamera jetzt mal fokussieren würde. Ah, da haben wir es doch. Da das Windows 8 Logo. Und ja, ansonsten haben wir da noch den Akku. Ja, ich denke mal, da kommen wir an den RAM dran. Ist ja auch hier so ein kleines RAM-Zeichen, was man so ein bisschen vielleicht erkennen kann. Hier auf der Seite haben wir das Laufwerk. Ist übrigens nur ein normales DVD-Laufwerk. Eigentlich bräuchte ich gar kein Laufwerk mehr, aber gut, dass es dran ist. Da haben wir noch einen sehr schlecht erkennbaren USB 2.0-Port und den Ladeanschluss. Da ist der Ladeanschluss, da ist der USB 2.0-Port, da ist das Laufwerk. Dann schauen wir mal, was wir noch in dem Karton haben. Gucken wir mal rein. Natürlich das Ladegerät, was exakt den gleichen Anschluss hat und was ganz genauso aussieht wie mein letztes. Das finde ich sehr interessant. Das Einzige, was sich verändert hat, zu meinem letzten, da haben wir auch eins. Wir hatten hier vorher, Moment, ganz normales. Man sieht, hier hatten wir Euro drei Stromsteckerkabel. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Nennen wir sie Pins. Ja, das war es auch soweit mit dem Unboxing und mit der ganz kurzen Vorstellung von diesem Laptop. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Dann wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet, ein Abo dalassen würdet, sofern ihr das noch nicht getan habt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, würde ich sagen. Ich habe mal wieder noch einiges hochzuladen, an Videos zu machen, zu schneiden und so weiter. Ihr wisst ja, wie das ist. Wöchentlich folgen Videos, so wie immer. Manchmal auch öfter. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video, wie schon erwähnt. Ja, ciao.